Ich habe jetzt hier die ganze Nacht so gesessen und den Fernsehen geguckt und so, weil ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Und da ist mir die Frage aufgekommen, warum lassen wir die ganzen Ausländer in Deutschland eigentlich rein? So, und Asylbewerber, und die nehmen uns auch die Arbeitsplätze weg und die Frauen und die Pommes und so kleine Bickelchen kriege ich von denen auch immer auf der Nase. So, warum schmeißen wir nicht einfach alle raus? Asylbewerber dürfen in Deutschland nicht arbeiten und bekommen nur ein Taschengeld von 40 Euro im Monat. Niemand verlässt sein Land gerne. Die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge machen zwar 95% der aller Flüchtlinge in Deutschland aus, aber es wird auch nur überprüft, ob politische Gründe für eine Flucht vorliegen. Im Endeffekt bleiben die Hälfte der Flüchtlinge hier, haben also eine Duldung, aufgrund zum Beispiel von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Krieg, Vertreibung und so weiter. 2012 waren weltweit 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon übrigens die Hälfte auch Kinder. Das wird auch oft vergessen, dass Kinder auch fliehen mit ihren Eltern zusammen. 55%, also knapp über die Hälfte, kommen in dem Fall aber aus, ich habe es aufgeschrieben, Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien und Sudan. Das heißt also, die meisten Flüchtlinge weltweit werden vom Iran oder Pakistan aufgenommen. Deutschland hat rein gar nichts damit zu tun. 2011 lebten 6,3 Millionen Ausländer in Deutschland, davon 1,6 Millionen aus der Türkei, sogenannte Türken. 2,4 Millionen Ausländer allerdings aus EU-Staaten. Stimmt nämlich was mit eurer Wahrnehmung nicht, Leute. Ihr haltet jeden, der ein bisschen südländisch aussieht, nämlich für den Türken. Das ist völliger Schwachsinn. Update: 2011 lebten 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das sind 19%. Stellt euch mich mal vor, alle Leute, die mit Ski am Ende heißen, Walaszewski, Kabinski, irgendwas Ski, die haben alle polnische Vorfahren. Denkt mal drüber nach. Aussiedler und Spätaussiedler, also Leute, die Schmidt heißen, aber irgendwie doch Russisch sprechen, das sind deutsche Minderheiten im osteuropäischen Ausland gewesen, zum Beispiel. Da gibt es auch welche aus Südosteuropa und so. Oder auch in Asien, Kasachstan, Usbekistan und so weiter. Das sind Deutsche. Die sind da irgendwo mal hingegangen und waren dort dann eine deutsche Minderheit. Das sind also keine Russen, sondern Deutsche. Sonst hätten sie nämlich nicht wieder herkommen dürfen. Die müssen das nämlich nachweisen. Boah, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg. Nein, Ausländer gründen hier auch Firmen. Also Ausländer sind sogar statistisch gesehen dreimal so existenzgründerfreundlich, wie man so schön sagt, als die Deutschen. 1910, also zur guten deutschen Kaiserzeit, lebten 6,5 Millionen Ausländer in Deutschland. Das war 10% der Gesamtbevölkerung. Denkt mal drüber nach. Über 20% der Ausländer, die in Deutschland leben, sind gar keine Ausländer, sondern wurden hier geboren. Die haben nur halt nicht den deutschen Pass und deswegen Ausländer. Zwei Drittel aller Ausländer könnt ihr jederzeit einbürgern. Will es nur nicht, aus mir völlig unerfindlichen Gründen. Vielleicht, weil wir alles Arschlöcher sind. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und bei dem Benehmen, was die Ausländer hier so an den Tag legen, nehmen die uns auch bestimmt nicht die Frauen weg. Trollo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 l. Ach, Katze, muss das jetzt sein? Der pennt die ganze Nacht, auch wenn ich hier nicht hinstelle, dann rannte er wieder rum. 2011 lebten 3, Bullshit. 1910, zur guten deutschen Kaiserzeit, als alles noch in Ordnung war und die Katze randaliert. Kein Katzenbonus heute. Sorry.